Das Waldviertel ist auch reich an Sagen und Legenden. Etwas Mysteriöses trug sich zu in Kreilenstein. Als man hier den Teich abgelassen hat, fand man eine Mädchenleiche. Ein bald gefasster Verdächtiger wurde auf dem Weg zur Hinrichtung mit dem Henkerswagen geführt. Jede Beteuerung der Unschuld war dem jungen Mann aber nicht zu Hilfe. Als er im Henkerswagen doch zu Gott betete, es möge doch ein Zeichen kommen, das seine Unschuld bestätigt, blieb das Urteil Gottes aus. Er wurde hingerichtet und fand den Tod. Doch nach der Hinrichtung des jungen Mannes trug sich ganz Seltsames zu. Genau an dem Platz, an dem der Henkerwagen fuhr, als der junge Mann zu Gott betete, wuchs plötzlich das Getreide viel stärker als zuvor. Ein Jahr später, nach der Hinrichtung des jungen Mannes, bekannte sich aber plötzlich der Schmied zum Mord an dem Mädchen. Sind die Spuren des Henkerwagens ein Zeichen der Natur, ein Zeichen Gottes, das die Unschuld des jungen Mannes bewiesen hat?